Wir begrüßen euch zu diesem Video, das wir eigentlich nie erstellen wollten. Aber wir zeigen euch gerne die Sonnenseiten des Reisens mit dem Wohnmobil. So fühlen wir uns dann mehr oder weniger verpflichtet, auch die Schattenseite zu zeigen. Das ist ein ernsthaftes Video, auch wenn das Intro gewohnt locker bis heiter gewesen ist. Das Gute an dem ganzen Geschehen ist, dass es keinen Personenschaden gegeben hat. Sonst hätten wir sicher dieses Video auch nicht erstellt. Wir teilen das Video auf in den Unfall, aufgenommen mit der Dashcam, und Gesprächsszenen bzw. Szenarien, wie sie unmittelbar nach dem Unfall stattgefunden haben. Dann wollen wir euch informieren, wie der Ablauf mit dem Unfallgegner, der Polizei, Versicherung, Gutachter und Reparaturbetrieb gelaufen ist. Wir versuchen dann anhand von nachträglichen Aufnahmen eine Erklärung zu finden, wieso dieser Unfall vermutlich passiert ist. Zum Abschluss erfahrt ihr noch, wie wir persönlich damit umgehen. Diese gerade aufgezählten Punkte haben wir als Kapitel hinterlegt. Wenn ihr also einen dieser Punkte überspringen wollt, klickt einfach auf das nächste Kapitel. Der Schaden ist immens. Gott sei Dank kein Personenschaden. Die Ossi ist auch ganz ruhig. Und für mich ist es extrem unangenehm natürlich. So ein Scheiß. Die Frau wird nicht verletzt, aber sie hat einen Schock. Das Auto sieht natürlich ganz schlecht aus. Da haben wir es. Ich bin hier rausgekommen. Die Straße drüber und sehe das nicht. Und Gott sei Dank habe ich ihn nur an der Hintertür erwischt. Somit ist also personenschadenmäßig nichts passiert. Aber es ist natürlich ärgerlich. Ich muss das erstmal einstellen, war bereits immer. Das ist auch mit Schaden und wir können ja froh sein, dass nicht mehr passiert ist. Ich habe da rüber geschleudert, weil ich so schon wieder angefahren gewesen bin und da das Schild agiert. Aber wie gesagt, Gott sei Dank. Pass auf, ja. Gott sei Dank nicht mehr passiert. Was ich? Ich bin total geschockt. Das geht manchmal so schnell, ich bin völlig fertig. Aber ich bin nur froh, dass kein Personenschaden ist, so ja, wie es aussieht. Also das täte uns jetzt zu fehlen. Also die Frau hat einen Schock. Ja, ich bin auch natürlich noch unter Schock und könnte mir die Haare raufen und mich ärgern. Das ist so furchtbar, dass das passieren muss. Und jetzt, ja, aber es ist halt Missgeschicke passieren. Pass auf, geht's auf die Straße. Ja. Ja.
Bis jetzt haben wir immer Glück gehabt mit Unfall. Obwohl es schon öfters einmal knapp zugegangen ist, aber dieses Mal hat es uns erwischt. So endet unser Urlaub. Ja, mit einem unguten Gefühl und mit einem Ergebnis, was uns noch länger begleiten wird. Sind wir froh, dass kein Mensch zu Schaden kommen ist, kein Mensch und kein Tier. Nur Sachschaden, das lässt sich alles reparieren. Und ja, Scheiße. Schuldfrage ist klar, das ist bei mir, also brauchen wir nicht drüber reden. Ist ganz klar bei mir die Schuldfrage. Aber es passiert, jedem kann ein Unfall passieren. Mir ist passiert, wir sind Vollkasko versichert zum Glück. Und die Haftpflicht, die wir den Schaden von der Gegenseite übernehmen. Wir warten jetzt auf die Polizei Ja, haben wir das Ganze aufgenommen. und dann sind wir mal weiter. Ja. Also so wie es aussieht, können wir weiterfahren. Ich glaube, Ja. August ist soweit nichts, außer halt Ja, oder sehr. so. Also sieht sonst noch ganz okay Ja, aus, aber fahrbereit ist halt, ich ja. glaube auch nicht, dass der Motor was ist. Da kommt der Geldtransporter, den könnten wir jetzt gebrauchen. Aber der leert sich nicht. Gott sei Dank bin ich mit dem nicht zusammengestoßen. Denn Dann wird unser Gestüt aber anders als ich. ja. Natürlich Action. Oh, da habe ich was angestellt, mein lieber Mann. Doch. Eine Unaufmerksamkeit. Eine Unaufmerksamkeit und so eine Auswirkung, die leckt mich am Kittel, du. Meine Güte, du. Also da man richtigen Einsatz ausgelöst, mein lieber Mann, du. Und die sprechen kein Wort Englisch und kein Wort Deutsch. Jetzt haben wir uns Leder geholt, damit wir uns wenigstens unterhalten können. Ach, ich bin die letzte halbe Stunde rückgängig machen können, ich hätte etwas geben dafür. Das könnt ihr mal glauben, das ist nicht schön. Ja, aus Frankreich. Nein, die habe ich noch nicht bekommen. Die Polizei ist gerade da und nimmt alles auf. Der ist auf der linken Seite beschädigt. Und zwar vor allen Dingen an der Hecktüre. Aber der Schaden geht weiter raus, weil der ist dann gegen eine Laterne gefahren und da ist vorne auch eine Beschädigung. Die Laterne nicht, aber Verkehrsschild. Also der hat die Geschwindigkeit ist so weit runtergekommen, dass an die Laterne selber nichts gekommen ist, nur ein Verkehrsschild. Ja, das war so eine Unfallstelle und jetzt sind wir etwa 4 Wochen später und für mich war immer die Erwartung, was für Bußgeld kommt jetzt auf mich zu, denn das ist ja schon ein schwerer Eingriff in den Straßenverkehr, so eine Vorfahrtsverletzung, wie wir den Unfall letztes Jahr gehabt haben, wo uns der Lastwagenfahrer rein ist, der an Ort und Stelle gleich 40 Euro oder was bezahlt an die Polizei. Bei uns kam bis jetzt noch gar nichts und ich habe jetzt mit dem Versicherer gesprochen. Vermutlich gibt es gar keinen Bußgeldbescheid, was mich eigentlich wundert. Und es hat geheißen, normalerweise kommt die Polizei gar nicht, wenn nur Sachschaden vorliegt. Aber es kann sein, durch das, dass die Unfallbeteiligte einen Schock gehabt hat, dass deswegen die Polizei gekommen ist. Ja, zumal ja der Franzose das Aktiengelände geleitet hat. Und
Ich weiß ja nicht, vielleicht hat er gedacht, es sind keine Franzosen, da hole er mal lieber mal die Polizei. Also auf jeden Fall kam ja da die Polizei. Sei es wie es will und macht. Also auf jeden Fall, das ist aufgenommen. Bis jetzt ist noch kein Bußgeldbescheid da. Wenn was kommt, dann zahlen wir es halt. Ja, auf jeden Fall, Ihr habt es ja mitbekommen, gleich von der Unfallstelle aus habe ich mit meiner Versicherung Kontakt aufgenommen. Und wie wir dann zurück waren in Deutschland, kam auch ein oder zwei Tage später der Gutachter. Der hat es sich alles angeschaut. Also fahrbereit sind wir, verkehrssicher ist es nicht unbedingt. Es ist auch jetzt gleich eine Lampe ausgetauscht worden. Und die Problematik war, dass also die gesamte Front ersetzt werden muss. das sollte man eigentlich gar nicht glauben, weil das ist ja wirklich nur, also von außen sieht es einfach aus, wie wenn das nur Schönheitssache wäre, ja. Ich habe Aber dem ist nicht so. dann gedacht, das ist dann eventuell ein Problem mit der Dichtigkeit, wenn die ganze Front abgenommen wird. Aber dem sei offensichtlich nicht so. Wir hatten ja so und so einen Termin bei Hümer, weil ja unser Fenster getauscht werden musste. Gibt ja ein separates Video dazu. Und da war auch die Firma Hümer natürlich gleich vorbereitet und hat sich das alles angeschaut. Und wir haben erfahren, dass wir da nicht die Einzigen sind, dass solche Schäden also laufend sind und die Firma Hümer, also diese Schadensabteilung, extrem gut ausgelastet ist. Der Gutachter hat den Schaden auf 12.100 Euro geschätzt, Austausch der gesamten Front und unter der Voraussetzung, dass die Frontscheibe beim Austausch der Front nicht kaputt geht, denn sonst kommt dann nur 3.000 Euro höher. Und unser Werkstattleiter von Hümer, der hat uns dann eröffnet, dass also der Gutachter nur mit deutlich weniger Stunden gerechnet hat, als Hümer dafür vorsieht für so eine Reparatur. Also der Schaden erhöht sich nochmal ordentlich. Und dann ist auch der Stundensatz vom Gutachter viel zu niedrig angesetzt gewesen. Der kommt dann nochmal 20% teurer, wenn Hümer so einen Schaden bearbeitet. Das Ganze liegt jetzt beim Gutachter bzw. bei der Versicherung, wobei ich erfahren habe, dass also die Versicherung sich dem einstimmt, wenn der Gutachter das bestätigt. Ja. Das ist halt jetzt so. Auf jeden Fall sind wir gut versichert, das müssen wir sagen. Und da lohnt sich dann also schon, dass man nicht den billigsten Versicherer nimmt am Markt, sondern dass man eine ordentliche Versicherungsgesellschaft nimmt. Und die haben wir mit der Württembergischen Versicherung. Okay. Mir tut es natürlich leid, ist mein alter Arbeitgeber und für den tut es mir natürlich leid, dass ich ihn so einen Schaden zugefügt habe. Ich werde übrigens also von den Prozenten natürlich runtergestuft, aber durch das, dass das ja mein erster Unfall überhaupt in meinem Leben war, habe ich den höchsten Schadenfreiheitsrabatt. Und ich werde zwar zurückgestuft, aber der Schadenfreiheitsrabatt ist trotzdem der gleiche. Also insoweit haben wir nicht immer einen finanziellen Schaden. Die Vollkasko hat 500 Euro Selbstbeteiligung. Okay, das müssen wir abdrücken. Und das ist ja wohl das kleinste Ja, Problem. wenn wir nicht hochgestuft werden, also finanziell ist das ja auch noch okay. So, das war's jetzt zu dem Thema. Jetzt zeigen wir euch mal, wie wir meinen, dass es passiert sein könnte. Wir haben uns das mal in einer anderen Szene angeschaut. Also wir sind immer noch auf der Suche, auf der Spurensuche, wie es zu dem Unfall gekommen ist. Warum ich das Auto nicht gesehen habe. Und jetzt haben wir hier mal an der Straße die Autos gefilmt. Mal sehen, ob hier eine Sekunde oder Bruchteil Sekunde drin ist, wo man das Auto durch die A-Säule verdeckt nicht sieht. Denn das ist meine theoretische Erklärung, dass ich das Fahrzeug übersehen habe. Ansonsten ist es halt einfach so. Es gibt manchmal so Augenblicke, wo man nicht mehr nachvollziehen kann und dann im Nachhinein sagt, mein Gott, habe ich jetzt einen Dusel gehabt. Ja In klar, dem aber Fall war das jetzt halt leider nicht so. ja, doch ein Dusel haben wir trotzdem gehabt. Ja, aber ich meine jetzt, dass überhaupt Ja. der Crash zustande gekommen ist. Ja, mich interessiert es einfach. Ich möchte der Ursache auf den Grund gehen und es wäre jetzt für mich eine nachvollziehbare Erklärung, dass die A-Säule das Auto verdeckt. Wenn es ich übersehen habe, das wäre natürlich dann schon etwas dramatischer. Da kommen jetzt gleich fünf Autos und ich habe es nicht eingeschaltet, aber das machen wir jetzt nochmal. Hier kann man deutlich erkennen,
wie nicht die A-Säule, sondern der Außenspiegel ein Fahrzeug verdeckt. Was natürlich keine Rechtfertigung für eine Vorfahrtsverletzung ist, aber eine mögliche Erklärung, wie es zu dem Unfall gekommen ist. Umso langsamer das Fahrzeug unterwegs ist, umso länger bleibt es vom Spiegel verdeckt. Daraus kann man nur lernen, ohne länger und mindestens zweimal zu schauen, sollte man eine Kreuzung nicht passieren. Für mich wird das eine Lehre sein. In Zukunft werde ich viel sensibler mit solchen Situationen umgehen. Ja, wie wir schon gesagt haben, ein Monat ist jetzt her und wie geht's uns danach? Na, nicht so besonders, wenn man da über den Unfall spreche, weil das ist schon ein Einschnitt, den man nicht unbedingt braucht. Zum Glück gab es keine Verletzte, von daher ist es erträglich. Also wir haben ein Riesenglück gehabt, muss ich erst mal sagen. Denn das hätte auch ganz anders ausgehen können. Zuerst haben wir gedacht, da sitzt ein Kind hinten drin. Ja, die Frau, die hat so geheult, die hat einen Schock abgehabt und ich bin extrem erschrocken, weil ich wirklich gedacht habe, da sitzt ein Kind hinter und ihr habt ja gesehen, wie das seitlich eingedrückt war mit einer Glasscherbe. Und da war ich natürlich dann froh, dass dem nicht so war. Ja, also es ist nichts passiert, Gott sei Dank. Es ist uns auch bestätigt worden von der Versicherung, dass kein Personenschaden vorliegt und auch keiner angemeldet wurde. Und insoweit haben wir einen riesen Dusel gehabt. Das war nur Blechschaden bzw. GFK-Schaden. Und also bei uns ist ja kein Blech am Fahrzeug. Ja, sagt man halt. Und es lässt sich alles reparieren. Mental geht es mir mittlerweile schon wieder besser. Also wir sind ja schon wieder mit dem Wohnmobil unterwegs gewesen. Es bleibt nichts zurück, aber es ist der erste Verkehrsunfall in meinem Leben, den ich verschuldet habe und der schon ziemlich heftig war. Und das hat mir im ersten Moment schon zugesetzt. Wir haben, glaube ich, die ersten 2-3 Nächte gar nicht richtig geschlafen. Da haben wir nicht geschlafen, wir haben nur darüber gesprochen. Ja. Und waren natürlich auch heilfroh, dass es nicht ein Motorrad oder sonst irgendwas wäre, denn da wäre es garantiert anders ausgegangen. Nicht ausdenkbar, wenn Personenschaden gewesen wäre. Da wäre es uns bei Weitem, würde es uns jetzt schlechter gehen. Und wie ich ja schon am Anfang gesagt habe, wahrscheinlich hätte man dann auch das Video gar nicht erstellt. Denn das würde ich mental nicht so einfach wegstecken wie eben diesen normalen Schaden. Wir wollten noch was zu den Beteiligten sagen. Also die Sanitäter waren extrem bemüht. Wir sind mehrmals gefragt worden, auf Französisch im Kauderwelsch, ob alles okay ist und ob wir Unterstützung brauchen. Was für Aufgebot gleich kommen ist mit Feuerwehr und all drum und dran, da waren wir selber ein bisschen überrascht. Ja, aber die Feuerwehr ist da ja der Krankenwagen auch. Ja, aber das große Auto hinten war ja nur Feuerwehrauto. Ah, okay, ja, auf jeden Fall kamen gleich 2 Krankenwagen und die standen ewig da. Also ich glaube, wir sind sogar nur vor denen wieder weitergefahren. Also auf jeden Fall, sie haben uns wirklich mehrmals gefragt, ob es uns auch wirklich gut geht oder ob wir irgendwelche Probleme hätten. Und zum Glück konnte man sagen, dass es uns soweit gut geht. Alle waren sehr freundlich und sehr bemüht, das muss man wirklich sagen. Und auch die Polizei, die gekommen ist, da hat nur er, der Polizist, hat gebrochen. Zwei Polizistinnen, also zwei, eine Frau und ein jüngerer Mann. Und der Jüngere konnte zum Glück auch ein bisschen Englisch. Und so konnte man uns einigermaßen dann verständigen, denn Franzosen, das ist ja, glaube ich, allgemein bekannt, die haben es nicht so mit Fremdsprache. Ja, und der Polizist hat gefragt, wie das passiert ist. Ich habe natürlich das gleich gesagt, wo ich herkomme, ist klar, das war ein Stoppschild. Und er hat dann gefragt, ob ich was getrunken oder geraucht habe. Ja, zuerst habe ich mich noch gewundert, weil er gefragt hat, also ob er was getrunken hat, war mir nachvollziehbar. Aber wo er dann mit Smoke angefangen hat, habe ich im ersten Moment gedacht, was hat denn das Rauchen da damit zu tun? Bis es bei mir der Grosche gefallen ist, dass der natürlich irgendwelche Rauschmittel meint. Ja, und dann hat er gefragt, ob ich mit einer Alkoholkontrolle einverstanden bin. Da fällt dann immer erstmal das Herz in den Schoß, denn ich meine, wir haben am Abend davor ja schon einen Wein getrunken gehabt, aber natürlich. Aber ganz normal. Wir haben gefrühstückt und alles. Also denken wir, da müsste das normalerweise alles abgebaut sein. Wir waren nicht betrunken am Abend. Nein, das waren wir nicht. Man trinkt halt dann doch 1 oder 2 Gläser und an einem anderen Morgen und dann die Kontrolle und Man hört dann von Restalkohol auf jeden Fall ein bisschen Bedenken haben wir gehabt, auch wenn meine Sorge nicht sonderlich groß war, aber dass es wenigstens 0,1 oder sowas rauskommt. Es war 0,0, es war alles negativ. War alles okay und von daher.
War das auch für die Versicherung gut? Ja, für die Versicherung war es notwendig, das wollte ich noch dazu sagen. Die Versicherung übernimmt den Schaden, ich habe mit ihnen gesprochen. Grobe Fahrlässigkeit ist das natürlich, das ist mitversichert, genauso wenn man rote Ampel überfährt. Aber was nicht versichert ist, das ist dann bedingter Vorsatz oder Vorsatz. Das heißt, Alkoholeinsatz ist bedingter Vorsatz. Das ist dann nicht mehr versichert, genauso wenn man keinen Führerschein hat. Also ich musste natürlich auch meinen Führerschein vorzeigen, der war auch okay. Und wenn man ohne Führerschein fährt oder mit Alkohol, dann ist die Versicherung unter Umständen oder vermutlich leistungsfrei. Was den Haftpflichtschaden angeht, da müssen Sie immer bezahlen. Da nehmen Sie nur, wenn man eben alkoholisiert gefahren ist, bis zu 5.000 Euro Regress. Und der gegnerische Fahrzeug ist ja wohl Totalschaden, also der Schaden beläuft sich sicherlich auch nochmal auf, ich schätze mal, 7.000 bis 10.000 Euro. Das hat sich also gelohnt. Einmal richtig zugelangt und ich kann euch nur den Ratschlag geben, seid vorsichtig. Ja, und als wir uns dann von der Polizei verabschiedet haben, das war sowieso ein sehr netter Polizist, also der hat versucht, alles runterzumachen, dass man sich ein bisschen mehr beruhigt, denn wir waren schon sehr aufgeregt. Und zum Abschied hat er dann eben zum Helle gemeint, er soll jetzt einfach besser nach rechts und links schauen. Nach links schauen, ja. Aber das war also auch das mit leichtem Humor. Also ja, ja, er hat die ja Polizisten dabei, waren freundlich. Es war ja auch insoweit, ich meine, natürlich ist es ärgerlich für einen Unfallgegner, der ist dann ohne Auto, musste abgeholt werden von seiner Mutter. Ja klar, also ja. Die hat es viel mehr erwischt für als wir, weil wir konnten weiterfahren. Ja, und für die ist es genauso ärgerlich wie für uns, aber es ist durch das, dass nichts passiert ist, war natürlich die ganze Situation schon relativ entspannt. Ja. Das war's, Ursi, oder? Ja, genau. Also. Also insoweit haben wir euch jetzt auch mal an einer Nicht-Sonnenseite teilnehmen lassen von unserem Urlaub. Von unserem Urlaub. Am 31. Juli haben wir Reparaturtermin, da haben wir dann so und so eine andere Reise vor, die Ossi und ich. Aber da berichten wir bei gegebener Zeit davon. Zunächst fahren wir weiter mit unserem Gustl und sind dann an Ostern schon wieder unterwegs und melden uns dann wieder bei euch. Ja, und mir wünsche euch immer eine gute Fahrt. Ja, und fahrt vorsichtig an Kreuzungen. Immer zweimal schauen. Rechts, links, rechts. Genau. So wie man es gelernt hatte. Jawohl. Also, in dem Sinne, macht's gut, schöne Feiertage und tschüss. Ciao, bis zum nächsten Mal.